Ja, schönen guten Morgen im Namen von Fairtrade Deutschland und unserem Kooperationspartner der DV Mediengruppe zur 7. internationalen Fairtrade-Konferenz. Wenn ich die Hauptzukunftsaufgaben benennen darf, dann sind es auf jeden Fall, wie wir Living Wages, Living Income, sprich existenzsichernde Löhne erreichen können. Die Dezentralisation, die Eigenverantwortung vor Ort, das ist eigentlich das Wichtige. Und wenn wir das wieder sehen und ich sag mal so, wenn jedes Land in der Welt dafür sorgen würde, dass bei ihm die Ökobilanz stimmt, dann würde sie auch in der Welt stimmen. Aber ob sie sie in der Welt herstellen können, da habe ich meinen großen Zweifel. Und deswegen fangen wir bei uns an, müssen bei uns sein und jeder muss für sich versuchen, seine Sache richtig zu machen. Und deswegen bin ich ein Bewunderer von Fairtrade, weil das ist genau der Ansatz, den Sie, wenn ich das richtig verstehe, Herr Ulrich, mit Ihrer hiesigen Organisation vertreten. Also, 2 Minuten mit Nachbarn. Sprechen. Dreht euch um. Stellt euch vor, wer seid ihr überhaupt? So, hello, my name is Susana Robledo. I'm Colombian and I've been working in coffee for the past 12 years. I work at Nespresso and I'll be telling you a little bit more about what we do this afternoon. Was sind unsere Erwartungen? Meine persönlichen sind, dass genügend Zeit auch ist zwischen den Vorträgen, in den Pausen sich auch auszutauschen mit Kollegen aus anderen Branchen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Michael Karl, mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf. Und das ist, wenn man sich etwas abstrahiert, der Grund, warum wir Zukunftsforscher felsenfest davon überzeugt sind, dass die Digitalisierung unsere Idee eines Standards, nämlich eines Standards im Sinne von standardmäßig gutes Produkt mit standardmäßig gut beschreibbaren Eigenschaften, dass die durchschnittlichen Bedürfnisse eines durchschnittlichen Kunden irgendwie durchschnittlich gut erfüllt und hoffentlich noch ein bisschen überdurchschnittliche Marge produziert, ist vorbei. Das reicht nicht mehr. Die Financial Times hat kürzlich getitelt, hat gesagt, Digitalization is dangerous for democracy. Da ist was Wahres dran. Das Besondere ist, dass wir uns einen ganzen Tag lang Zeit nehmen, dem Thema Fairtrade widmen und viele neue Kontakte knüpfen und viel Inspiration mit nach Hause nehmen. Unser Thema, unsere Fragestellung ist Moral bis nur zum Regal. Wer ist verantwortlich für Fairtrade im Handel? Also wie kommen wir letztendlich wirklich dahin, nachhaltige Sortimente, wo Fairtrade ein wichtiger Bestandteil ist, so für den Kunden erlebbar zu machen, dass wir nicht mehr fragen, ist das jetzt nachhaltig und bin ich bereit, irgendwie mehr zu bezahlen, sondern dass es zu einer Selbstverständlichkeit gehört. One topic that is, I think, rather new to the table is the topic of living wage, living income. Because living wage, living income happens to be one of the root causes that all these other issues exist. That's why we think it is of paramount importance that we all together, A, start opening up our eyes for the problem of living wage, living income, as well as to define strategies how to take steps in the direction of achieving levels of living wage, living income. Auf dich kommt es an. Ihr Ansatz, die Dinge vor Ort zu machen, Ihr Ansatz, sie auch im Kleinen zu beginnen, ist eine große Hoffnung. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen.